Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Q mit dem Freak Hallo und dem Reaper. Vorgestellter Tanky. Genau. Ich muss gleich mal zu Anfang sagen, ich habe mir den Skyline geholt. Muss noch mal den Wegpunkt setzen. Der ist weg. Ja. Ja, ich bin jetzt schon mal losgefahren. Komm mal. Dann fahren wir gemeinsam. Hallo. Ja, ihr holt mich doch wohl ein oder was? Ja, ich sowieso, okay, dann fahren wir. Aber der hängt echt besser am Gast, da hast du schon recht, Reaper. 33 Kilometer noch. Was meinst du, ist Skyline? Ja. Stehst du hier so rum? Ja, ich hab auf euch gewartet. Alter, der Mini geht so ab, Alter, ich kann den voll ab, oh, den Wagen. Oh, da ist hier eine Wand. Ja, geil. Ja, wir fahren jetzt nach Miami, um uns ein Performance-Upgrade zu holen. Endgültig zumindest. Ja, genau. Ja, ich fahr ja schon mit meiner Performance-Karre. Genau, so langsam kommen wir dann nämlich dahin, dass der Reaper auch endlich mal wieder ein paar Rennen fahren kann. Ja, ich fahr ja bei euch die ganze Zeit mit, das lohnt sich ja nicht. Ja, aber dass du auch mal wieder was Schönes für deinen Wagen bekommst. Oh. Was machen die denn? Ein Crash. Kann man sich den Mini auch im Spiel kaufen? Den Mini? Weiß ich gar nicht. Kann sein, dass ich den aus der Vorbestellung hab. Weil der geht nämlich richtig krank ab. Man bekam, glaube ich, 4 Wagen bei der Vorbestellung. Echt? Nur welche genau, weiß ich nicht. Das ist ja cool. Ja, da waren einige drunter. Auch so eine schöne Performance-Scheißkarre, so ein Ferrari oder sowas. Nein, Ferrari nicht. Süßig. Nicht? Nein. Ich weiß nicht, war der so schön auf euch und jetzt haut ihr einfach ab von mir. Scheiß Verkehr hier! So, hier rüber. Ja, die Tonnen habe ich alle sehr gut mitgenommen. Kommt hier unterwegs wieder nix oder was? Alter! Slalom oder so? So viele Autos. Doch, kommt später. Im Moment hast du noch einen Slalom, da ist der Verkehr auf der Straße unterwegs. Ist. Hallo, wir haben mitten in der Nacht, ey! Wie viele Leute sind denn hier unterwegs? Ja. Ja, da das wird eng. Wir können es ja mal wieder erzählen, morgen Silvester ist bei uns. Fahren die vielleicht gerade zu ihren Familien zum Feiern. Oh nein. Ja, vermutlich. Ja, geil. Der Handy wird irgendwie der Abstand kleiner, also. Oh nein. Ich bin unter. Also runtergefallen, jetzt finde ich keinen Weg nach oben. Wie gesagt, da seht ihr mal, wie schön wir vorproduziert haben. Irgendwie. Wo bin ich denn jetzt? Mitte, Anfang Februar. What the fuck? Ich bin unterm Wasser. Ja, oh Mann, ey. Ja, genau. Setz dich doch auf die Straße. Ich komm nicht mehr hoch. Drück R, halt okay. R gedrückt. Oder mal eine Blitzreise zu Anfang. Ah, R, genau. Ich werd immer ins Wasser teleportiert. Oh Mann, ey. Du geil. Herr Reaper, du siehst ja alleine schon den Challenger, den hatte ich ja gerade auf dem. Wow! Den hatte ich ja irgendwie auf 200 unten. Der jetzt ist 343. Oh, jetzt bin ich wieder richtig. Ja, der Skyline ist echt eine brachiale, böse Maschine. Ja, mit dem fahre ich einen Schritt 240, Miami. Mit dem anderen bin ich einen Schritt 170 gefahren. Oh, hallo? Hallo? Henry, was los? Ah, nee, nichts. Er findet den Weg wieder nicht. Das nicht, aber. Keine Ahnung. Ich komm schon nach. Aber wart's mal ab, bis der Skyline so richtig sein Performance-Kit erhalten hat und du mit dem schön in die Kurven gehen kannst oder so. Ja, das wird ja gleich der Fall sein, hoffentlich. 24 Kilometer noch. Ich denke mal, der reagiert jetzt immer noch ein bisschen schwammig, oder? Ja. Ja, pass mal auf, bis der sein Performance-Teil hat. Dann ist der liegt wie ein Stein auf der Straße. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich die Vorteilspunkte auf Stabilität und Bremsen ein bisschen verbessert habe, finde ich das Spiel schon deutlich angenehmer, obwohl das so ein paar Prozent sind. Mann, ich will zurück auf die Straße. Geht doch. Ah, Kurve! Scheiße, ich hab gerade die 300 km/h Grenze. Ich auch! Endlich mal 300 fahren! Das ist Sparta! Tötet den Traitor! Ach nee, scheiße, falsch. Ich glaube irgendwie, ich fahre in die falsche Richtung. Ja, die Kilometerzahl wird immer größer. Ja. Oh Mist, ich bleib mal stehen, porte dich mal zu mir, wenn du kannst. Ah nee, doch, ich bin doch richtig. Oh, der fährt einen großen Bogen.
Gibt's doch nicht. Ich warte mal eben auf Freak. Hauptsache, wir treffen uns in Miami. Ja, das machen wir. Wir haben noch da 20 Kilometer. Halt mal ein bisschen dran hier. 25 haben oder so. Ich hab noch 32. Ich fahre jetzt den Weg wieder, den wir eben gefahren sind. Geil. Ich bin auf dem Weg. Das ist ein bisschen anders, als wenn ich mit meinem Challenger fahre, oder? Boah. Das ist vor allen Dingen ein vernünftiges Auto. So. Wieder auf richtiger Laufbahn. Jetzt geht erstmal wieder voll das ab. Du hast ein Hütchen mitgenommen. Ja. Achtung, ich komme! Rechts! Nein! Ja, so viel dazu. Oh Mist. Oh Mist. Also, Reaper kommt doch nicht mit nach Miami, der liegt im Krankenhaus. Ich lieg nicht im Krankenhaus. Bei dem Unfall bin ich maustot. Der hat gerade mal renoviert bei welchem? Das Haus. Wurde zum Abriss bestellt. Aber sowas von. Schön mit 300 Sachen in so eine Fassade reinhämmern. Da waren 270, aber. Darf ich nur nicht nochmal runterfallen, ey. Darauf hätte ich gar keine Lust. Ich kam da ganz gut durch. Alter, jetzt wird's hier aber. Aber der Bug war lustig. Oh, hier sind unsere Satelliten, scheiße. Können wir später machen. Oh, jetzt haut doch ab, ey. Alter! Jetzt warte ich nicht mehr auf dich. Kannst mich mal. Tschö! Vielleicht liegt er wieder irgendwo im Straßengraben. Kann es sein, dass ihr irgendwie gerade nur geradeaus fahrt? Die ganze Zeit schon, die ganze Strecke geht mal nur geradeaus. Achso, ja, ich muss gerade noch ein bisschen lenken, das heißt also, ich bin auf dem Weg. Ah, da kommt mal wieder endlich was. Was ist das, Reaper? Ein Fluchttest! Oh, das ist cool. Aber ich wette, dann fangen die Kurven wieder an, ne? Ja, es geht. Fliehst du gerade? Ah ja, seh ich. Ich fliehe, ja. Oh! Boah, war das knapp. Wie viel Kilometer habt ihr noch? Gold! 11. Okay. Yay, Gold bekommen. Ich bin auch auf einem guten Weg. Nein, jetzt holt es mich ein, ich hab kein Nitro mehr. Scheiße, kurz vor Gold. Also viel hat nicht gefehlt. Naja, Silber, aber ich denke mal, das Teil kann ich auch einbauen. Wenn's ja, das sind gute Dinge. Nee, für Stufe 23. Kann ich später machen. Ja. Oh Mann. Zurückgesetzt hier. Oh, da hätte ich plus 8 bekommen. Dann nervt die Sonne mal extrem gerade. Das nervt, wenn die riesig. Du hast Menüs. Sonne? Sonne? Ja, ich fahre gerade Richtung Sonne. Also die Sonne ist bei mir links. Ja. Jetzt bei mir auch. Ich fahr halt, der Typ fährt, also ich fahr einen Umweg. Irgendwie so, keine Ahnung. Boah, nochmal einen schönen Crash. Also, weit auf dem Highway bist, sollte eigentlich alles gut laufen. Fahr ich wieder in eure Richtung. Ich hab grad eine Chief mitbekommen, fahre am Stück 8,05 Kilometer ohne einen Crash. Traurig, wenn ich das erst auf Level 21 bekomme. Ich bin Level 28 und hab's noch nicht, also. 8 Ziele zerstören, das kannst du schon alleine machen. Ja, hab ich auch nicht mitgenommen. Also, ich bin zwar durchgefahren, aber. 2 habe ich nicht genommen. So. Von jetzt an sollte es eigentlich. 310! Gehen. Ah, so! Ah. Ja, ich hab mal festgestellt, 300 kann ich dann noch nicht fahren, 290 ist Schluss bei meiner Karre. Oh Mist. Habe ich Patton mitgenommen. Da kommt doch ein Slalom-Test, aber den müssen wir am besten auch nicht. Ich wüsste echt gerne, wie hier gerade dieses Navi ist, ey. Wie viele Kilometer hast du noch vor dir? Ich hab noch 16. Okay, wir haben noch 3,5 oder sowas. Reaper noch ein bisschen weniger. 2,4.
Oh nein. Oh. Gosh. Noch einer. Was? Ergebnis 221 oh, Punkte. Mann, das 271. Was fährst du denn da gerade, Benki? Wie bitte? Wenn du das gerade irgendein Ergebnis vorgelesen, was fährst du denn da gerade? Ja, bei dir, da steht 470 Punkte, 636 Punkte. Ja, ich fahr grad Slalom. Ah. Ich hatte einen Sprungtest, habe ich aber nicht angenommen. Hä? Unterwegs bei uns war aber kein Sprungtest. Ja, wie gesagt, bei mir fährt er irgendwie anders, als ihr gefahren seid. Jetzt habe ich hier. Bleibt so weit wie möglich außerhalb des Radius. Ja, da waren wir auch. Oh. Oh. Sprungtest war da. Davor mein Sprungtest. Den habe ich nicht gesehen. Ich bin wohl so schnell dran vorbeigeflogen. Vielleicht haben wir uns ja gerade gecrashed. Oder also oder? Bronze habe ich sicher. Ja, das deutsche ja, Zeichen habe ich Silber bekommen. Silber habe ich auch. Jetzt muss ich Gas geben, ich will Gold haben. Ja, am besten mit Nitro, weil oh, das ist echt hart. Drei, nein! Oh, nur Silber. Ja, Gold habe ich auch nicht bekommen. Ja, was ich nicht mehr nehmen kann, ist ab 23. Ja, genau, das hatte ich auch gerade bekommen. Teil ins HQ schicken. Okay. Große Flucht, Archiv. Cool. So. Oh, Nitro geben. Oh. Nein, nicht geradeaus, danke. Also ich merke, ohne Nitro fährt der Wagen keine 300. Schaffst du sonst 300 mit der Karre? Nein, nur mit Nitro. Das schafft der hier auch noch nicht. Also der Mini ist echt geil. Gut, der wiegt auch natürlich nichts, ne? Ja. Finde ich vor allem geil in hey, Kurven. Hey, da war ein Freak. Ich hab noch 7 Kilometer vor mir. Ja, ich hab mir noch mal hast du noch 7 Minuten? Oh, naja, fast 8 noch. Ne? Jetzt hier dieser. Ja. Zertrümmere so. Die Ziele. Ja, das mache ich auch, ey. Willkommen zum Performance-Händler. Betreten. Ja. Habe ich ja genug Zeit hier. Ach, wenigstens Bronze bekomme ich. Cool. Da drüben sind noch mehr. Da, da. Ja, irgendwo geht's links ab bei den Dingern. Aber du musst geradeaus weiter. Fuck. Ja, macht ja nichts. Bronze habe ich auf jeden Fall. Cool, cool, man sieht aber auch so direkt den Unterschied zwischen Performance-Tuner und den anderen, ne? Ja, das kann gut sein. Die Garage, die sieht direkt anders aus. Ach so, ja, ja, klar. Nicht mehr so schäbig. Ja. Und, ach, ich habe noch nicht mal Bronze. Haha, geil. Dachte, ich hätte Bronze. Oh! Ich glaube, ich bin in Miami mittlerweile. Ja, ich bin angekommen. North Miami. Performance-Fahrzeug gekauft. Jetzt hier, was? Slalom-Test? Ach komm, den mache ich, den mache ich. Hau ab. Du bist Auto vor mir. So. Das sieht cool aus. Ach, Mist. Und? Ach, Mist. Ich fahre in der Mitte durch, anstatt da neben. Das ist doch doof. Hauptsache, ich bin schneller als die Goldmedaille. Nee, das gibt's auch nichts, haben wir festgestellt. Ja. Ey, nicht mal Bronze. Geil. Warst du vor der Goldmedaille? Ja. Ich sag ja, nützt auch nichts. So, 1 Kilometer noch. Ich bin gleich auch da. Oh, und dann mal schauen, was es da so Nettes gibt. Oh, da hat wir einen Crash gemacht. Cool. Hey, es gibt keinen vernünftigen Heckspoiler. Weißt du, Frontschürze total tief gelegt, die Seitenschürze liegen total tief und die Heckschürze oh, total weit oben. So. Bin gleich da! Ja, ach nee, 1 Kilometer noch. Oh. Der Henki, er fährt sich da ein zurecht. Oh Mann. So, jetzt aber. 500 Meter, ich sehe schon das Ziel. Wie, es gibt in dieser Kategorie nichts mehr zu kaufen, lol. So. Bin da! Vorderer betreten! Und ne? Ja! Schauen, was da so alles gibt. Ja, und so, hinterer Schweller, da gibt's glaube ich auch nur eins. Oh, Fahrzeugtuner!
Ach cool, da ist ein Dodge. Kauft euch mal eure schönen Performance. Für dieses Fahrzeug gibt es keine Perf-Ausstattung. Bitte wähle ein anderes Fahrzeug. Ja, ja, gehst in die auch, Sammlung. Also es ist ja auch cool, wenn man da endlich angekommen ist, ne? Muss man das Fahrzeug kaufen? In der Sammlung musst du Performance-Schlitten, dann kannst du ja irgendeinen auswählen dann. Performance. Ach so. Performance-Kit wählen. Schöne Pommes-Theke hinten dran noch. Es gibt nur einen, glaube ich, oder? Ja. Das ist voll bescheuert irgendwie. Von Zoe bezahlt. Okay. Ja, das ist nett, ne? Ja. Cool. So, dann bin ich auch fertig. Cool. Performance-Fahrzeug gekauft. Ja, ich habe meinen auch schon schön angepasst. Naja, tune deinen Wagen. Also, was gibt es hier so Schönes? Performance? Nichts? Die Kiste, ey, die ist so teuer. Da gibt es einfach Händler, nichts. Nee, nee, ich bin immer noch hier drin. Da kann man auch. Ich habe jetzt gerade mal. Ja, ja, wenn du cool auf Sammlung gehst, kannst du oben die Serienfahrzeuge kaufen. Aufkleber, ein Aufkleber. Oh, die sind so teuer. Moment. Wähle eine neue Fraktion oder bleib bei der alten. Oh, perfekt. Komm, blaue. Für 450, passt. Reaper, du bist auch noch bei derselben Fraktion geblieben, ne? Ich bin immer noch bei den Wolves, ja. Ich bin auch Wolves. Cool. Wölfe. Ich werde das erst ändern, wenn Dings freigeschaltet wird. Wie heißt es hier? Los Angeles. Okay. So. Gut. Ich hab grad mein ganzes Geld aus, juhu. Hast du dir einen neuen Wagen gekauft? Nee. Nein. Du hast gleich ein Performance Mini? Nein. So. Den konnte ich leider nicht nutzen. Sammlung. Da denn noch? Nichts. Ich hab mich gerade totgefahren. Eine Stufe 30 könnte ich noch einen Wagen kaufen. Kosten 22.000, ey. Hier gibt's noch zwei weitere. Nein, will ich eigentlich nicht. Apropos, ich schau mal beim Autohändler vorbei. Da fahr ich auch gerade hin. Die Autos könnt ihr euch nicht leisten. Ja, ich wollte nur mal gucken jetzt, weil ich hab noch 2 Minuten in der Folge. Da hab ich gedacht, guck ich da nochmal schnell hin. Neue PvP-Events. Ja, egal. Neue Fraktionsmission. Ja, nächstes Mal geht das dann mal schön weiter hier mit irgendeinem fetten Schlitten auf irgendeiner. Bisschen der Autohändler. Tempotest. Performance. Strecke. Autohändler. Hinten auf so einer kleinen Strecke. Da muss man erstmal hinfahren. Ja, ich bin schon fast da, 2 Kilometer. Ach, doof. Reaper ist schon da, wie ich sehe. Ja, ich war ja schon. Boah, der Wagen geht mal ab. Der pfeift so richtig, der Wagen. Pass auf, wie er sich auf der Straße verhält. Über 300 und tot fahren. Oh. Voll eine Laterne mitgenommen. Ich glaube, kann ich dann direkt mal wieder reparieren. Ich mach direkt einen schönen Crash, bam, nix. Cool, jetzt fährt er über 300, endlich. Ja, also meine Zuschauer können sich jetzt mal hier die Fahrzeuge anschauen, halt die ganzen Gedönse. Genau, können sie bei mir auch jeden Moment. Wenn ich die Folge länger mache, ist mir egal. Ja, ich werde die Folge auch länger machen. Weil ich die unbedingt sehen will. 278.000 für den Roof CTR3. Ja, haben wir einen Schaden. Jetzt Spoiler. Und den Q-Credit. Und den Q-Credit. Von den Bugs. Und wie viel für Q-Credit? $67. Oh, geht ja. Gut, den Shell GT könnte man sich kaufen, der kostet nur 19.000. Oh, wenn nein, du, nein, kein Crash, nein! Wenn du 239.976 Crew Credits hättest, könntest du das richtige Schnucke-Teil kaufen. Ey, aber ein BMW M5 ist auch geil, ne? Aus dem Weg! Oh. So, ich bin auch da. Aston Martin V8. Und, oh, getreten.
Zack. CTR, jawoll. Maserati Gran Turismo S. Warum habe ich meine Q-Credits ausgegeben? Ja, ich habe doch Q-Credits. Zum Glück habe ich nichts gekauft. La Ferrari. Ford Sheldon sieht mal geil aus. La Ferrari, ne? Das ist doch mal eine böse Maschine, oder? Oh, der sieht auch geil aus. Knapp 1000 PS. Der Alfa Romeo. Der ruft da, der alter Schwede. Warte mal, der Maserati, ist der eigentlich besser? Ich weiß gar nicht. Geh mal bis ganz zum Schluss, Henki. Lamborghini. Nee, ganz zum Schluss, LaFerrari. Das Ding in Blau. 239.000. Und guck dir mal, wie viel der für Bugs kostet. Ja, 1 Million. Ich fahr jetzt eine Runde mit dem Ferrari. Probefahrt. Ja, stimmt. Stimmt, man kann die Probe fahren. Einfach mal fahren. Ah, nee, tut mir leid, der Wagen gefällt mir doch nicht so sehr. Ich fahre jetzt auch mal. Ich auch. Machen wir mal ein bisschen länger hier. Alter, scheiße, wie der sich anhört. Ja. Und feuerfrei. Alter. Wie der einfach abgeht. Ja. Wie will man da... Oh. Okay, die Kurve habe ich bekommen. Okay, ich möchte die Folge noch ein Wagen. Der hat kein Nitro, was soll der Mist? Ja, der ist ein bisschen krank, oder? Stimmt, der hat kein Nitro. Wow, der reagiert ja wie eine Schlauchtablette. Ich will die Folge noch. Ich werde eben noch ein Auto kaufen. Ich werde das noch machen. Naja, ich gehe mal von aus, der reagiert so, weil er ganz schön angesaugt ist an der Straße, ne? Oh, es geht aber eigentlich. Aber ein bisschen auf die Bremse tritt. Aua. Der lenkt sich, der lenkt sich Bombe, der Wagen. Nicht bei 300 Sachen. Ich glaube, die haben alle kein Nitro. BMW M5 ist natürlich auch schön, ne? Schade. Gut, könnte ich mir noch kaufen. Müssen wir mal gucken. Nur Tuning wird ein bisschen teuer. Alter, wieder durchbeschleunigt. Oh. Ich muss sagen, der geht eigentlich. Da bin ich jetzt mit Vollgas durch die Kurve. Nix. Der lenkt, hat eine gute Lenkung. Aber ich muss sagen, der Lamborghini. Ich weiß nicht, wie ihr hier 300 fahren könnt. Ich bin nicht hin auf der Strecke. Oh, das ging gerade ganz gut. Ich muss sagen, am besten gefällt mir dieser Ruf CTR. Ja, das ist auch ein böses Auto, aber dieser LaFerrari hier, boah. LaFerrari. Oh. La. La 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 la. Wow. La 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 la. Das klingt nach Spaß. Ich glaube, der Händler will den Wagen nicht mehr wieder haben. Das habe ich mir auch gerade überlegt. Bin ich denn versichert? Der macht schon Spaß, auf jeden Fall. Oh, schön, den kaufe ich mir. Bitte kommt jetzt eine ganz lange Strecke. Ich will. Nee, kommt keine lange gerade. Kannst du komplett rausfahren. Oh, ich fuhr fast 300. Aber egal, den kaufe ich mir. Geschafft. Den kaufe ich mir. Das war fast 302, glaube ich. Bye bye Q-Credits, schade eigentlich um euch. Ich hätte gedacht, wir haben noch länger was. Aber nun gut, den kaufe ich mir. Hast mit Q-Credits. Du hast doch keine 200 und, oder? Nein, ich kaufe mir einen anderen. Serienfahrzeug gekauft. Den Ruf CTR 3. Oh, nett. Was kostet der mit Q? 64? 67, glaube ich, irgendwas um den. Ja, der ist natürlich auch nice, das ist schon drin. Was ist denn Sortieren. Ach so. Dachte, damit kann man jetzt irgendwas Bestimmtes einfügen oder so. Also, das ist mein Wagen. Ich fahre die 3 Runden gerade einfach zu Ende. Genau, machen die auch und dann. Der Nachteil ist, der hat kein Nitro, aber das ist mir egal. Die haben alle kein Nitro. Der Ruf geht auch bestimmt gut ab, oder? Immer ganz knapp vor den 300, ey, und dann. Ja. Ja, das ist der Nachteil an diesen Fahrzeugen. Für eine Probefahrt hätten sie den mal fett auf der Autobahn packen sollen, finde ich. Ja, wurde immer richtig durchdrehen. Du hast dir auch eins gekauft, wie? Ich hatte mir den Skyline geholt, ja, aber schon bevor wir losgefahren sind nach Miami. Ich meine, ein Serien... Ach so, ja, kann ein Serienfahrzeug sein. Denn bei mir steht jetzt SE und keine Punktanzahl mehr. Ja, weil ich gerade Probefahrt mache. Ich bin fast bei 350. Aber dann noch etwas zu lenken, viel Glück. Ich bin die ganze Zeit mit mir am Rätseln, ob ich mir den Ford Shelby GT 500 kaufe. Ja, und ich habe gerade überlegt, ob ich mir den M5 hole. Seid ihr denn gerade? Wo hast denn du hier einen M5 gefunden? Ah. Genau neben dem Shelby.
Genau daneben steht der BMW M5. BMW Alpha. M5 2011. So. Ruf. Also das ist mein schicker neuer Wagen. Ja. Lamborghini, ist cool. Corvette, LaFerrari. Ich habe hier keine Bremich-Werkstatt. BMW steht das coole wäre. Eine Corvette habe ich hier gar nicht. Ich habe eine Corvette hier stehen. Direkt vor dem LeFerrari. Da steht bei mir ein Lamborghini. Miura Lol. SV. Nee, ich gehe jetzt nochmal zum Ferrari da, also zu dem Monster. Genau, da bin ich auch. So, jetzt gehe ich eins zurück, hey, da habe ich die Chevrolet Corvette stehen. Da habe ich einen Lamborghini. Dann kommt der Lamborghini Miura SV. Den hatte ich eben. Dann kommt Maserati Gran Turismo S. Dann habe ich Maserati Gran Turismo, genau. Dann kommt der Ruf CTR3. Genau. Aston Martin. So. Genau. Der Alfa Romeo. Ja. Und dann der Ford Shelby. BMW M5. Ja, ich hab den Ford Shelby hier stehen. Ja, du hast dafür die Corvette, ich hab den BMW. Ich bin echt am überlegen, ob ich mir so Ford Shelby kaufe. Ich hab auch Corvette. Henki, möchtest du den Zuschauern was sagen? Hallo. Nein, du solltest abmoderieren. Ganz im Gegenteil. Abmoderieren. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.